Wenn Sie ein praktisches Auto fahren wollen, dann ist ein Kombi die logische Wahl. Und das ist auch der Grund, warum sich so viele Audi A4-Käufer für einen Avant entscheiden. So bleibt die sportliche Limousine auch bei Hobbys oder auch wenn der vierbeinige Familienteil etwas mehr Platz beanspruchen, ein guter Begleiter. Was aber, wenn es Ihrem Hund nicht schnell genug vorwärts gehen kann? Audi hat unter anderem für diese Zwecke einen Sportkombi im Programm. Doch diese Umschreibung ist für den RS4 eigentlich maßlos untertrieben. Auch wenn es Unkundige auf den ersten Blick kaum glauben werden, stehen im Fahrzeugschein 450 PS Leistung. Dafür mussten die Ingenieure einen 4,2 Liter V8 unter der Motorhaube einpflanzen. Was er zu leisten vermag, darüber gibt der RS4 optisch zumindest kleine Hinweise. Seine Erkennungsmerkmale sind die riesigen Lufteinlässe in der Frontschürze, der Heckdiffusor und die leicht ausgestellten Radhäuser. Um das wahre Potenzial dieses Autos auszuloten, reicht der öffentliche Verkehrsraum nicht aus. Die nackten Zahlen wie 4,7 Sekunden von 0 auf 100 km/h oder 280 Stundenkilometer Höchstgeschwindigkeit geben nicht wirklich wieder, in welcher Welt sich dieser Kombi bewegt. Audi hat dem RS4 ein eigens auf die hohe Leistung abgestimmtes Fahrwerk spendiert. Weil dieses den Kombi 20 mm an den Asphalt presst, sinkt der Schwerpunkt entsprechend weiter nach unten, was dieses Auto noch einmal agiler macht. Weil der Allradantrieb je nach Bedarf 60-85% der Antriebskraft auf die Hinterachse verteilt, dreht das Heck leicht mit ein. Und so wird der RS4 kurvenhungriger und ausgesprochen agil, trotz des zusätzlichen Laderaums.